Cappuccino, Caffè Latte, Mocaccino, Ice Cappuccino, Ice Caffè Latte, Monte Bianco, Sotto Zero, Espresso, Double Espresso. What do you like to drink? Gepflückt, geschält, geröstet, gemahlen, gepresst und gebrüht. Kaffee wird überall auf der Welt getrunken. Und der Handel mit dem braunen Gold ist ein milliardenschweres Geschäft. Some men drink alcohol. Some men juices of the vine. But as for me, I'm very simple. Give me coffee every time. Coffee? Kaffee ist eine Droge. Okay, Madame. Wir verkaufen ein suchterzeugendes Aufputschmittel. Man baut dieses Geschäft Tasse für Tasse auf. Es geht nur um die Erfahrung, das war eine gute Tasse Kaffee. Warum sollte ich dann woanders hingehen? Vertrauen Sie mir. Wenn Sie einen großartigen Kaffee anbieten, werden Sie Kunden haben. Sie verkaufen eine gute Droge. Sie werden viele, viele Kunden haben. Um ihre Kunden zufriedenzustellen, sind die Dealer dieser legalen, suchterzeugenden Droge bereit, lange und mühevolle Reisen auf sich zu nehmen, manchmal sogar bis ans Ende der Welt. Auf der Suche nach dem besten Stoff ist ihnen kein Weg zu weit. Etwa in das Land der Inkas. Das Gold der Inkas ist längst Geschichte. Aber durch einen geografischen Zufall eignet sich die raue Berglandschaft perfekt, um hier etwas anzubauen, das alle Welt haben möchte. Kaffee. Neben Erdöl der meistgehandelte Rohstoff. Deshalb heißt er in Peru das neue Gold. Nicht zu vergessen, Ecuador, Kamerun, Vietnam. Neben Peru gibt es eine ganze Reihe Länder, die von den Exporterlösen ihrer Kaffeeernte abhängen. Wir wollen mehr Kaffee verkaufen. Darum möchten wir Ihnen beibringen, einen Kaffee zu machen, der so gut schmeckt, dass man auch eine zweite Tasse verkauft. Und eine dritte und vierte. Jeden Tag werden auf der Welt 2,5 Milliarden Tassen Kaffee getrunken. Auf seinem Weg von den Erzeugerländern zu den Endverbrauchern verdienen viele Leute viel Geld. Kaffee wächst in einem sehr schmalen Korridor längs des Äquators, dem sogenannten Kaffeegürtel. Der beste Kaffee wächst in Höhen über 1500, 1600 Meter. Schon jetzt konkurrieren unzählige Kaffeemarken um die Gunst der Käufer. Wer sollte da noch eine 13.000 Kilometer lange Reise auf sich nehmen, nur um eine neue Kaffeesorte zu suchen? Die Firma Café Direct möchte einen neuen Feinschmecker-Kaffee einführen. Penny Newman, die Geschäftsführerin, ist nach Südamerika gekommen, um die Ware zu probieren. Schließlich lassen die Koffeinabhängigen sich ihre Gewohnheit jedes Jahr 50 Milliarden Dollar kosten. Die Bohne mit dem Kick hat einen weiten Weg hinter sich, seit ein äthiopischer Ziegenhirt den Zusammenhang erkannte zwischen seiner aufgekratzten Herde und den Beeren, die die Tiere zuvor gefressen hatten. Falls Sie noch nie gesehen haben, wie eine Kaffeebohne wächst, so sieht sie aus. Das nennt man die Kirsche. In jeder sind zwei Bohnen. Während Café Direct nach der perfekten grünen Rohkaffeebohne sucht, gibt Michael Fairholme von Urban Espresso täglich Kaffeekurse. Können Sie das Öl sehen? Diese winzigen Öltröpfchen auf der Oberfläche? Darin steckt das ganze Aroma. Hier liegt das Problem, wenn sie nicht wenigstens 88 Grad erreichen. Die Kaffeeöle öffnen sich nicht. Das ist gut. Trocken?
Jetzt das Mahlen. Es gibt zwei Mahlgrade. Ich möchte, dass Sie es mit beiden Händen anfassen. Merken Sie den Unterschied? Gut, oder? Eins grob, eins fein. Spüren Sie es? Oh, nicht sehr gut. Kaufen Sie sich ein gutes Mahlwerk. Er macht das seit über 10 Jahren? Stecken Sie Ihr Geld da rein. 8000 Kilometer entfernt, an der New Yorker Kaffeebörse, wechseln Kauf- und Verkaufsoptionen im Wert von einigen Milliarden Dollar die Besitzer. Die Erzeuger, Exporteure und Röstereien vereinbaren künftige Geschäfte zu Festpreisen von heute, um sich gegen die unberechenbare Verfügbarkeit des Naturprodukts Kaffee abzusichern. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, mit Kaffee ein Geschäft zu machen. Man kann mit der Marktentwicklung spekulieren. Dazu muss man die Preisschwankungen im Auge behalten und richtig raten. Zum Beispiel 1997 stieg der Preis von 1,20 Dollar auf 3,18 Dollar das Pfund. Das sind große Schwankungen. Also man hat einen Vertrag über 37.500 Pfund Kaffee. Wenn dann der Preis nur von 1,20 auf 1,30 steigt, macht man einen Plus von 3.750 Dollar. Eine Menge Papier, aber keine einzige Kaffeebohne. Diese Leute hier spekulieren nur wegen des Profits. Es könnte jeder sein. Ein Zahnarzt irgendwo draußen in Des Moines oder ein Fonds. Man muss sich diese 37.500 Pfund aber nicht vor die Tür liefern lassen. Darum geht es diesen Leuten auch nicht. Es geht nur um ihren Profit. Es ist aufregend. Man spürt den Puls des Marktes. Die Merrill Lynch-Analystin Judy Gaines gilt aufgrund ihrer guten Marktprognosen als eine Art Hellseherin. Gerüchte, dass ich irgendetwas sagen würde, veränderten die Marktpreise um 5%. Ich war noch nicht einmal im Büro. Das ist schwierig, eine Gratwanderung. Wenn ich für steigende Preise sorge, werde ich in Mittelamerika und allen Erzeugerländern geliebt, denn die Produzenten wollen einen hohen Preis. Aber die Röster, die den Kaffee kaufen, hassen mich. Dann muss ich eine kugelsichere Weste tragen, wenn ich sie besuche. Heute gibt es kaum noch einen Flecken auf der Welt, wo nicht irgendwelche Landwirtschaftsprodukte für unsere kulinarischen Bedürfnisse angebaut werden. Wir sind anspruchsvoller geworden. Cafe Direct setzt darauf, dass wir daran interessiert sind, auch an unseren Kaffeetafeln kleine exotische Geschmacksreisen zu unternehmen. Kaffee könnte das Symbol der Globalisierung sein. Von Äthiopien aus verbreiteten Entdecker, Eroberer und Kolonialherren die Kaffeepflanzen über die ganze Welt. Die europäischen Länder gelangten durch das Blut und den Schweiß der Plantagensklaven zu unermesslichem Reichtum. Jahrhundertelang war der Kaffeehandel eine Geschichte von Herrschaft, Ausbeutung und Unterdrückung. Heute geht es um Überkapazitäten, fallende Preise und Armut in der dritten Welt. Cafe Direct will das ändern. Sie sind alternative Händler, die versuchen, faire Geschäfte zu machen. In der alten Inka-Stadt suchen sie Anregungen für das Marketing ihres neuen Feinschmecker-Cafés. This is Machu Picchu. Machu Picchu. Sie haben diese unglaubliche Ansicht der Gipfel, der Grate und Einschnitte genommen, dann auf die Seite gedreht und mit einem kleinen Trick haben Sie ein Gesicht zum Vorschein gebracht. Um nicht nur unseren Gaumen zu erziehen, es ist noch in Arbeit, aber es könnte eine Richtung sein. Schließlich regt Kaffee die Denkfähigkeit an, muss Cafe Direct versuchen, die Kunden zum Nachdenken zu bewegen. Darüber, was sie in ihre Einkaufswagen packen. Aber die Käufer haben den Kopf schon voll. Nicht nur mit den üblichen Gedanken über Bequemlichkeit der Zubereitung, Preis, Lebensstil, Geschmack. Denn so vollgestopft die endlosen Regale sind, zwischen denen die Konsumenten ihre Wahl treffen, so zahlreich und vielfältig sind auch die Entscheidungskriterien. Sowohl die Kunden als auch die Läden müssen eine stetig wachsende Liste von Fragen abhaken. E-Nummern,
Zusatzstoffe, Tierschutz, abfallarme Verpackung, Freilandproduktion, Transportwege, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Pestizide, Salz, falsches Cholesterin, richtiges Fett. Well, how fat is better for me? Und das alles unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vorlieben, Bedürfnisse und Überzeugungen. Und auch der Fleischkauf kann zur Belastung werden, wegen Themen wie Hormonen, Tierhaltung und der Ausrichtung der Landwirtschaft. Riesige Industrien und Millionen Arbeitsplätze sind abhängig von der Wahl der Konsumenten. Die Verbraucher entscheiden über die Entwicklung ganzer Wirtschaftszweige. Die Bioabteilung. Vergiss es. Das ist rausgeworfenes Geld. Damit will man nur höhere Gewinne machen. Du fragst, ob Bio besser ist? Ich meine, normales Essen ist prima. Wäre es ungesund, ließe es sich nicht verkaufen. Es ist aber gesünder. Mehr Gewinn für den Supermarkt. Es geht längst nicht mehr um den Spagat zwischen Sonderangeboten und Gewinnstreben. Unsere Läden sind zu moralischen, ethischen und politischen Minenfeldern geworden und unser Wohlstand eine Quelle von Sorgen. Wenn ich zu viel kaufe, fühle ich mich schuldig. Ich musste ein paar Bananen wegwerfen. Das soll man nicht. Friere sie ein. Was soll ich? Montagmorgens Bananen einfrieren? Nimm die bitte. Die sind aus Belize. Die Kaufentscheidung wirft den Kunden mitten in eine Schlacht. Einen globalen Handelskrieg, wie den langjährigen Bananenkrieg zwischen Europa und den USA, die ja beide nicht als ausgesprochene Bananenproduzenten gelten. Europa will die kleinen Bananenbauern in der Karibik schützen, mit denen es schon seit der Kolonialzeit Handel pflegt. Doch die USA und der amerikanische Bananenmulti Chiquita zogen deswegen sogar vor das Gericht der Welthandelsorganisation. Welche Bananen man auch wählt, man bezieht Stellung. Aus der Dominikanischen Republik. Bio-Bananen. Organic bananas. What next? Baby bananas. Just above there's the road. Yeah. Well, our coffee. Da oben ist die Straße. Is coming from over the other side there. Unser Kaffee kommt von der anderen Seite herüber. Über diesen Berg geht es hinunter ins Tal. Über diese Straße, die am Rand des Tals verläuft, rauf und runter. Unser Machu Picchu-Kaffee wächst genau zwischen der anderen Seite dieses Berges und dem Fuß der schneebedeckten Berge. Kaffee ist ein berauschendes Getränk von hohem sozialen und kommerziellen Wert, das den Rahmen für kostbare Momente der Besinnung oder für nachmittägliche Rendezvous bietet. Schnell gemacht und umsatzstark. Inzwischen konkurrieren tausende Kaffeebars darum, mit dem Kaffee auch ein Lebensgefühl zu verkaufen. Wir müssen hier eine Art Kaffee lehren, der kommerziell akzeptabel ist. Legen wir los. Der perfekte Espresso. Das ist das Rezept. Wenn Sie das begreifen, werden Sie einen großartigen Kaffee machen. 7 Gramm in den Filter. Gepresst mit einem Druck von 1,5 bis 3 Kilo pro Quadratzentimeter. Das Pressen macht 20% des Erfolgs Ihres Kaffees aus. Jetzt setze ich den Filter ein und starte sofort mit der Extraktion. Achten Sie auf die Temperatur. 88 bis 92 Grad. Stellen Sie den Druck auf 9 Bar. Dann kommt es auf die Extraktionszeit an. 2 bis 3 Sekunden abwarten. Nun, das fließt wie Honig. Es ist nicht ganz perfekt. Es ist ein dickes, zähes Fließen. 20, 25 Sekunden. Fertig. Es ist eine knifflige Sache, aber wenn es gelingt, blickt man in flüssiges Gold. Der Traum eines jeden Unternehmers. Eine natürlich braune Flüssigkeit, die zu 99% aus Wasser besteht, in einen Markenartikel zu verwandeln. In ein hochwertiges Fastfood-Produkt mit einer Handelsspanne von 2000%. Konkurrieren Sie mit Starbucks?
Das Starbucks-Imperium scheint unaufhaltsam. Auf der ganzen Welt öffnen täglich 3 neue Starbucks-Café-Bars. Allein im letzten Jahr entstanden 1165 nahezu identische Filialen. Und es soll noch viel mehr folgen. Erstaunlich, wie viel sie umsetzen. 14 Millionen Kunden täglich und es werden mehr. Das klingt nach guten Nachrichten für die Kaffeeproduzenten. Gäbe es im globalen Kaffeehandel nicht so viele Merkwürdigkeiten? Merkwürdigkeit Nummer 1. Die kaffeeerzeugenden Länder rings um den Äquator haben so viel Kaffee angebaut, als gäbe es kein Morgen. Dieses Gewicht, der Kerl packte es einfach mit seinen Händen. Es war erstaunlich schwer. Er packte es auf ihre Köpfe. Aber wenn etwas überproduziert wird, bringt es weniger Geld. Wie lange bauen Sie Kaffee an? 32 Jahre. Und wo? Den Weg hoch. Weit oben. Merkwürdigkeit Nummer 2. Je mehr wir auf den Geschmack kommen, umso weniger Kaffee trinken wir. Das Spülbecken hat den größten Verbrauch von Kaffee, da jeden Tag abgestandener Bürokaffee literweise weggeschüttet wird. Tatsächlich pflegen wir am Tag durchschnittlich nur 2 Tassen unserer 3-Euro-Espressos oder Milchkaffees zu trinken. Aus dem Bergkaffee wurde so ein Kaffeeberg. Und Sie pflücken die Bohnen? Jeder. Die Kinder, der Ehemann, die Ehefrau. Es wird viel produziert, aber wenig konsumiert. Das bedeutet, der Kaffeepreis sinkt. Merkwürdigkeit Nummer 3. Obwohl wir bereit sind, mehr für eine Tasse Kaffee zu zahlen, bekommen die Kaffeebauern immer weniger Geld für ihre Ernte. Merkwürdigkeit Nummer 4. Der berüchtigte Kaffeekreislauf. Wenn die Preise hoch sind, pflanzen die Kaffeebauern noch mehr Kaffee an. 3 Jahre später, wenn die Sträucher schließlich Früchte tragen, gibt es zwangsläufig ein Überangebot an Kaffee und die Preise stürzen wieder ab. Lagerhäuser voller überschüssigem Kaffee und eine gewisse Raubtiermentalität unter manchen Anbauländern tragen nicht dazu bei, das Problem zu lösen. Es ist eine Welt der Sieger und Verlierer. Was bedeutet das für uns, die wir damit Geld verdienen wollen? Der Unterschied zwischen 8 Pfund pro Kilo und 15 Pfund entspricht einer Differenz von 7 Pence und 10 Pence je Tasse. Das ist nichts. Merkwürdigkeit Nummer 5. Für den Einzelhandel sind die Kaffeepreise fast ohne Belang, nicht jedoch für die Produzenten. Ein 70-Kilogramm-Sack bringt dem Kaffeebauern vielleicht nur $50 ein, aber dieser Sack ergibt 10.000 Tassen Kaffee zu einem Straßenverkaufspreis von insgesamt $20.000. Und was bedeutet das für den Supermarktkunden? Oh, Coffee. We're out of coffee. Let's have a look. Coffee. Stand. Is it here? Merkwürdigkeit Nummer 6. Gleichgültig, wie viel Kaffee in den Lagerhäusern liegt, der Preis im Supermarkt scheint nie zu sinken. I like strong coffee. Okay. So. I like any coffee. Als ob die Kaffeebauern mit der wirtschaftlichen Situation nicht schon genug Sorgen hätten. Sie sind außerdem abhängig von der Natur. In Überschussjahren hat Brasilien, der größte Anbieter auf dem Weltmarkt, bis zu 78 Millionen Sack Kaffee verbrannt, um den Preisverfall zu stoppen. In anderen Jahren trieben Frostschäden die Preise in schwindelerregende Höhen. Zuerst sehe ich nach, ob über Nacht etwas passiert ist, das den Markt beeinflussen könnte. Politische Krisen, Wechselkursschwankungen oder verheerende Unwetter. Hier bei Merrill Lynch beschäftigen wir Meteorologen. Wir achten sehr auf Wetterprognosen, denn davon hängt die Ernte ab. Als ich das letzte Mal hier war, kam man ganz bequem dieses Tal hinab. Da fuhr die Eisenbahn. Das war der direkte Weg zu Machu Picchu und nach Cusco. Und da fuhr der ganze Verkehr durchs Tal, direkt in diese Region, wo 140.000 Menschen leben. Das ist alles weg.
Folgen des berüchtigten Wetterphänomens El Niño. Den ganzen Berg entlang verliefen die Schienen. Es ist alles komplett weggespült worden. Die Schlammlawine und die Flutwelle haben die ganzen Felsen, das Geröll und den Dreck mit heruntergebracht. Das Tal ist nicht wiederzuerkennen. Leidtragende sind die kleinen Bauern in den Bergen Perus. Am 13. Januar 1998 gab es hier eine Schlammlawine. Die hat die gesamte Ernte im Bezirk Santa Teresa fortgerissen. Und sie hat all unsere Dörfer ruiniert. Die Dorfbewohner kämpften ums Überleben und verbrachten Tage und Nächte an die Hänge geklammert, während Regen und Schlamm hinabstürzten. Als schließlich Hilfe kam, waren 30 Menschen tot und Hunderte obdachlos, ohne Nahrung und ohne Trinkwasser. Offensichtlich gibt es keine Möglichkeit, die Eisenbahn wiederherzustellen. Darum haben sie die Straße gebaut. Anstelle durchs Tal zu fahren, geht es jetzt hoch auf über 2000 Meter und auf der anderen Seite nach Santa Teresa wieder herunter. Dieser unbefestigte Weg am steilen Abhang eines Andenberges ist nun für die Kaffeebauern von Machu Picchu die einzige Verbindung zur Außenwelt. In der Regenzeit ist er unbenutzbar. Jeden Tag kommt es zu Erdrutschen und es ist sehr glatt und gefährlich. Als das Cafe Direct Team schließlich sein Ziel erreicht, sind die verheerenden Folgen des Unwetters unübersehbar. Es hat mich sehr bewegt, durch das Tal hierher zum Dorf zu fahren und zu hören, was hier im vergangenen Januar geschehen ist. Aber wir haben auch ihre Entschlossenheit gesehen und ihre Kraft, mit dem Geschehenen fertig zu werden. Es ist ganz erstaunlich. Schließlich treffen die Cafe Direct-Vertreter mit den Bauern zusammen, deren Café sie unter dem neuen Markennamen Machu Picchu verkaufen wollen. Der größte Teil ihrer Ernte ist gerade von den Wassermassen weggespült worden. Ihre Häuser und ihr Lebensunterhalt sind zerstört. Was die Dorfbewohner brauchen, ist Geld. Geld für den Wiederaufbau. Im Schatten eines der touristischen Top-Ziele der Welt schien ihre Lage hoffnungslos. Das Wenige, das von ihrem kostbaren Bergcafé übrig geblieben war, hätte nur einen Wert gehabt, wenn es auf den Markt gekommen wäre. Aber durch die weggespülten Gleise von der Außenwelt abgeschnitten, war die Ernte letztendlich wertlos. Dennoch bestellten sie die Plantagen weiter und ernteten die grünen Kaffeebohnen. Außerdem wurde uns zunehmend bewusst, wie es auf dem Kaffee-Weltmarkt zugeht. Dann wissen die Kaffeebauern von Santa Teresa, dass eine Welt von ihnen entfernt, an der Wall Street, ihr Schicksal zusammen mit dem von 20 Millionen anderer Kaffeebauern bestimmt wird. Und zwar von einem globalen Phänomen, keinem natürlichen wie El Niño, aber ähnlich verheerend, dem Markt. Alle Märkte verlaufen zyklisch. Da kann es passieren, dass die Preise unter die Herstellungskosten fallen und dort dann jahrelang verharren, weil Angebot und Nachfrage einander ausgleichen. Die Tafel zeigt es. Der Kaffeepreis ist auf einem 30-Jahrestief. Nur noch 60 Cent pro Pfund. Aber wenn die Produktionskosten bei durchschnittlich 76 Cent liegen, wie will man dann seine Familie ernähren und kleiden und seine wachsenden Schulden abbezahlen?
In Zentralamerika werden sie Kojoten genannt. Aber überall auf der Welt sind die kleinen Kaffeebauern auf die berüchtigten Zwischenhändler angewiesen. Kaffee. Seit Jahrhunderten sind sie ein unvermeidlicher Teil des Kaffeehandels. Sie strecken den Bauern Geld vor gegen deren Ernteerträge. Etwa 25 Cent pro Pfund. Die Bauern schuften für die Ernte und die Schuldentilgung und der Zwischenhändler bekommt den Kaffee. Weit unter Wert. Aber so ist es nun einmal in der freien Marktwirtschaft. Multinationale Kaffeekonzerne melden Rekordgewinne und die Armen haben kaum ihr Auskommen. Weder die Händler an der Wall Street noch die Zwischenhändler sind bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen. Also wenden sich die Bauern den fairen Händlern zu, die den Bauern, die hart für unseren Genuss arbeiten, einen gerechten Lohn zugestehen und darum eine Brücke schlagen zwischen den Produzenten. Und den Konsumenten. Cafe Direct hat den Zwischenhändler abgeschafft und garantiert $1,60 für jedes Pfund Kaffee. Unabhängig vom Weltmarktpreis. Wie man sieht, wird die Stadt nun wieder aufgebaut. Wir beginnen ganz von vorn. Durch die Unterstützung, die wir von Kokla bekommen haben und ihre Hilfe, sind die Kaffeebauern viel zuversichtlicher, die Schwierigkeiten zu überwinden, vor denen wir stehen. Wir bemühen uns auch um eine bessere Qualität, denn wir wissen, was die Konsumenten am anderen Ende der Welt wünschen. Je höher und rauer die Landschaft ist, desto milder ist der Kaffee. Wo immer man in der Welt ist, es gibt nur zwei Sorten von Bohnen, Robusta und Arabica. Robusta enthält bis zu dreimal mehr Koffein als Arabica. Erinnern wir uns. Wir wollen einen Kaffee machen, der so gut schmeckt, dass man davon eine zweite Tasse verkauft. Wenn man nun einen Kaffee mit hohem Robusta-Anteil verwendet, wird das Verlangen nach einer weiteren Tasse nicht geweckt. Irgendwo zwischen 350 und 400 Milligramm Koffein liegt das Maximum. Darüber beginnen die nervösen Nebenwirkungen einzusetzen. Der Wunsch, den Nebenmann zu töten, kommt auf. Das kennen wir alle. Neben Koffein enthält Kaffee etwa 2000 chemische Substanzen. Die Alchemie des Röstens, Mahlens und Brühens transformiert eine geschmacklose, unverdauliche grüne Bohne in ein köstliches, dunkles, stimulierendes Gebräu. Öle, Karamell, Kohlenhydrate, Eiweiße, Phosphate, Mineralien, Säuren, Phenole, Sulfide – klingt verlockend. Was zählt, ist der ganz natürliche Geschmack des Kaffees. Es ist etwas bitter. Und die Zubereitung. Mindestens 88 Grad, über 92 verbrennt der Kaffee. Eine knifflige Sache. Schön ausgewogen. Es gibt einen idealen Punkt. Jeder Kaffee hat einen Punkt, bei dem eine Balance zwischen Säure und Bitterstoffen herrscht. Er liegt irgendwo zwischen diesen 20 und 30 Sekunden. Sein Geschmack wird Ihrem Ziel dienen, wenn Sie diesen Punkt treffen. Das Aroma des Kaffees entspricht dem Bouquet eines Weines. Das ist eine ganz eigene Charakteristik. Wenn man wirklich weiß, was es ist, bleibt das Aroma im Gedächtnis, weil es das grundlegend Charakteristische ist, was jeden einzelnen Kaffee auszeichnet. Das hängt vom Boden, der Sonne und dem Klima ab. Besonders wichtig ist die Höhenlage, denn die Bedingungen sind dort extremer. Das heißt, der Kaffee reift langsamer. Eine längere Zeit in der Sonne sorgt für eine härtere Bohne, die mehr Aroma einzuschließen vermag. Öle im Kaffee bestimmen das Aroma. Kaffee besteht zu 99% aus Wasser und zu 1% aus anderen Substanzen. Uns geht es um dieses 1%. Diese ist voll und weich und hat nur eine Spur Säure. Das ist ein Vergnügen. Der füllt den Mund aus. Der ist gut. Den darf man nicht ausspucken. Der ist wunderbar. Der edle Bio-Feinschmecker Bergkaffee ist gefunden. Wird er sich auch verkaufen? Bei
aller Fairness des Geschäfts wird sich dieses Experiment eines alternativen Luxusprodukts rechnen müssen, so wie Cafe Directs Instant Cafés aus anderen Teilen der Welt. Wir tun ihn in die Tasse und gießen ihn mit heißem Wasser auf. Dann verderben wir ihn, denn wir fügen Milch und Zucker hinzu. Falls ihr Kaffee nicht ankommt, sind die Bauern wieder auf den Weltmarkt zurückgeworfen, wo sie weniger bekommen, als der Anbau sie kostet. Er muss also gut schmecken, gut aussehen und sich gut verkaufen. Neben den Marken multinationaler Riesen wie Nestlé, das mit einer enormen wirtschaftlichen Macht und Niedrigpreisen 40% des Weltmarktes kontrolliert und Rekordgewinne meldet. Die Vertriebschefin von Cafe Direct berichtet von der Markenschlacht in den Supermärkten des Westens. Cafe Direct kann nicht über den Preis konkurrieren. Diese Packung sieht sehr interessant aus. Wenn ich losziehe, fragt mich der Einkäufer, was gibst du mir, wenn ich deinen Kaffee verkaufe? Machst du mir einen guten Preis? Machst du die Werbung? 60 Pence teurer, wahrscheinlich wegen der Verpackung und des Designs. Und ich sage ihnen, was ich nicht geben kann. Werbung und Rabatt. Da sind Fotos drauf. Das ist wohl teurer als das. Ja. Aber was ich habe, sind die Anekdoten, die Geschichten der kleinen Bauern. Wie die von diesem Herrn, der den ganzen Tag unterwegs war, 8 Stunden lang. Und von dem anderen, der die Säcke auf seinen Schultern getragen hat. Das ist es, was ich Ihnen erzählen kann. Der Markenhersteller Nestlé kennt seine eigenen Produzenten nicht, aber ich bin hier, um etwas über euch zu erfahren. Fairer Handel hat mehrere Vorteile. Wir können in Bildung, Gesundheit und ökologische Anbaumethoden investieren und Kaffee höchster Qualität anbauen. Sie ist unsere Repräsentantin. Diese Region hat das Potenzial, besten Kaffee zu erzeugen. In vielen der Kooperativen herrscht ein spezielles Mikroklima. Wir können mit ihnen zusammenarbeiten, herausfinden, wo die besten Kaffees wachsen und diese in den Machu Picchu Kaffee mischen. Die Hersteller der besten Kaffees und die Kunden, die sie kaufen, zusammenbringen. Das ist der Schlüssel. Wenn es uns gelingt, das Marketing und die Produktion ins Laufen zu bringen und miteinander zu verbinden, dann kann dieses Machu Picchu Produkt zum Knüller werden. Die Vertreter von Cafe Direct fahren schließlich zu den Plantagen in den höher gelegenen Anbaugebieten. Einige Ecken sind selbst für Esel unpassierbar. Sie werden sehen, wie unzugänglich manche dieser Stellen sind. Albert von der Cafe Direct Mutterfirma Twin Trading begleitet die Gruppe auf dem Kaffeepfad. Wir sind jetzt etwa 600 Meter höher. Wenn wir wieder abreisen, sollten wir nicht vergessen, wie die Bauern den Kaffee produzieren. Wie schön es hier ist, aber auch, wie hart sie arbeiten. Für die fairen Händler beginnt die Verantwortung über 15.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Hoch oben in den Anden. Großartig, unvorstellbar. Hier liegt der 2,5 Hektar kleine Besitz der Familie Kispe. Gosh, isn't it steep? Die Geschäftsführerin von Cafe Direct wird in die Geheimnisse des ökologischen Arabica-Anbaus eingeweiht. Und sieht schließlich die roten Früchte, aus denen einmal der Machu Picchu-Kaffee wird.
Das sind also die Kirschen. Die sehen gut aus. Richtige Kirschen. Die sind schon gewässert und frisch gepflückt. Was ist das hier? Das Fleisch. Und da kommen die Bohnen raus. Man braucht 50 Espresso-Bohnen, um einen Espresso zu machen. Übrigens, nur eine schlechte genügt, um die ganze Tasse zu verderben. Und darum sollten Sie mehr als 7 Pfund für ein Kilo Kaffee ausgeben. Ernsthaft. Falls man alles richtig macht und man die zweite Tasse verkauft, wird jeder dieser Kunden in einem Jahr 136 Liter trinken. Hergestellt aus der Ernte von 12 Kaffeebäumen. Jede der 15.000 Kirschen, in denen die 30.000 Bohnen für diese Menge Kaffee stecken, wird zu einem anderen Zeitpunkt reif. Deswegen wird Kaffee von Hand gepflückt. Aber es braut sich etwas zusammen. Genmanipulierter Kaffee. Er reift, wenn er mit einer Chemikalie besprüht wird. Ein Vorteil für mechanisierte Plantagen, die multinationalen Konzerne und eventuell für die Brieftasche der Konsumenten. Aber das Ende für Millionen kleiner Kaffeebauern, die so vielleicht gezwungen werden, eine andere Droge anzubauen, die unter ähnlichen Bedingungen wächst. Kokain. Eine schlechte Bohne verdirbt die ganze Tasse. Ende September sind die letzten Hochland-Arabica-Kaffeekirschen gepflückt. Nun beginnt ihre lange Reise vom Anbaugebiet zum Konsumenten. Eine Kirsche, zwei Bohnen, zwei Säcke, zwei Esel, zwei Wege. Bohne Nummer 1 kommt ins Lager der Kooperative. Bohne Nummer 2 kommt zum Zwischenhändler. Der erste von vielen, der damit seinen Gewinn macht. Wir sollten ihn mit Champagner taufen. Bohne Nummer 1 kommt auf einen brandneuen Laster, der von dem Aufpreis, den Cafe Direct zahlt, angeschafft werden konnte. Nun möchte ich ihn feierlich einweihen. Dann beginnt für beide eine gefährliche Überlandfahrt. 8 Stunden durch die Anden. Fünf Tage per LKW oder Bahn von Quillabamba nach Port Lima, wo sie von geschickten Händen in international gültige Güteklassen sortiert werden. Dann kommen sie ins Lagerhaus, bis irgendwer irgendwo in der Welt sie kauft. Zwei Bohnen in zwei Säcken auf zwei LKW im Hafen. Hier trennen sich ihre Wege. Eine geht zu Cafe Direct zum Preis von 1,60 Pfund pro Pfund, die andere wird auf den freien Markt geworfen. Wie die 100 Milliarden anderen grünen Kaffeebohnen aus Brasilien, Vietnam, Tansania, Kenia, Kolumbien, Jamaika, die täglich über die Kontinente transportiert werden, ist sie mal teurer, mal billiger. Immer abhängig von den Bedingungen des Weltmarkts. Es ist merkwürdig. Es werden 5-mal so viele Bohnen an den Rohstoffbörsen gehandelt, als tatsächlich weltweit geerntet werden. Bohne Nummer 2 wird von Exporteuren verkauft, von Röstern gekauft und landet schließlich in einer der zigtausend Kaffeebars zwischen Paris und Peking, wo sie die Kunden dazu bewegen soll, ein paar Pfund, Euro oder Dollar für ein kurzes und anregendes Geschmackserlebnis zu zahlen. Und dort liegt alles in der Mano, der Hand des Barista, dem menschlichen Faktor für den perfekten Kaffee. Die Mischung, der Mahlgrad, die Dosierung, die Extraktionszeit. So macht man Kaffee unter Druck. Die Bestellung lautet, ein Cappuccino und ein Kaffee Latte. Was machen Sie zuerst?
Welcher Filter? Nehmen Sie den Filter, schlagen ihn auf die Gummikante und nehmen Sie ihn in die linke Hand. Kommen Sie hier rüber und halten Sie ihn so ruhig es geht. Und wenn Sie am Mahlwerk ziehen, lassen Sie die Finger los, damit es klickt. Nehmen Sie zwei Finger breit. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf die Zehenspitzen. Streifen Sie das überschüssige Pulver ab und Sie haben den flachen Filterkuchen. Weiter geht's an der Maschine. Am besten setzt man den Filter ganz gerade an, zieht ihn fest und greift dann hier hinauf. Fühlen Sie, wie schön warm die Tassen sind. Nehmen Sie zwei davon. Darunter stellen. Ich werde die Zeit im Auge behalten. Jetzt, perfekt. 2 bis 3 Sekunden. Wunderbar. So soll es sein. Eine langsame Extraktion. Langsam, langsam. Jetzt kommt der Schaum. Mehr Schaum, noch mehr. Es sollte nicht nur Schaum sein. Halten Sie jetzt den Schaum zurück und gießen Sie die heiße Milch hinein. Es kommt hoch, weiter, weiter. Wunderbar. Sehen Sie, ein Ringcreme. Es ist schön, es ist fest. Lassen Sie mich einen Löffel holen. Es ist dickflüssig, fest, herrlich. Schmeckt's? There you go. Beautiful. So geht's. Some men drink alcohol. Some men juices of the vine. But as for me, I'm very simple. Eine mittlere Röstung lässt Bohne 1 den abschließenden Geschmackstest bestehen. Ihre Reise von den Anden führt sie schließlich ins Regal einer englischen Supermarktkette. Kaffeebauern wie ich bauen am Fuß des Machu Picchu diesen Kaffee für Sie an. Aber wird der Machu Picchu Kaffee sich auf dem Markt behaupten können? In Europas Städten entsteht eine neue Kaffeekultur. Zwischen Büro und Alltag halten die Menschen in den Kaffeebars für einen Moment inne. Hier treffen die beiden Bohnen nach ihrer Weltreise wieder zusammen. Denn das anregende Getränk wird in zahllosen Variationen und Qualitäten angeboten. Kaffee für jeden Geschmack. Das lässt die Kaffeebauern vom Machu Picchu hoffen. You have absolutely found yourself a friend.